Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video, ja, möchte ich mal 10 Punkte mit dir teilen, welche du auf jeden Fall kennen solltest und ja, die du auch bereit sein solltest umzusetzen, bevor du im Network Marketing oder im Vertrieb startest. Und das ist ja sicherlich eines der wichtigsten Videos, wie ich finde. Und das ist ein Video, was mir wirklich schon sehr, sehr lange oder was ich schon sehr, sehr lange eigentlich machen möchte. Und weil ich einfach immer merke oder weil ich sehr häufig schon gemerkt habe, dass viele Menschen einfach mit falschen Erwartungshaltungen im Network Marketing starten, dann nicht den Erfolg erzielen, den sie eigentlich erzielen könnten, weil sie eben sich dieser Punkte nicht so bewusst sind. Und dann ist natürlich immer Network Marketing schuld oder es ist die Upline schuld, es ist das Partnerunternehmen schuld, was ja auch irgendwo ein Stück weit verständlich ist, weil häufig werden ja auch Menschen im Network Marketing quasi engagiert beziehungsweise eingeschrieben, ohne dass solche Dinge vorab geklärt sind. Ja, und deswegen möchte ich in diesem Video einfach mal so meine Erkenntnisse mit dir teilen. Ja, es sind so 10 Punkte. Und sind jetzt zufällig 10 Punkte. Also ich habe nicht die 10 Punkte jetzt gesucht, sondern ich habe einfach mich mal hingesetzt und habe mal so überlegt, Mensch, die Menschen, die du im Laufe der letzten 13, 14, 15 Jahre kennengelernt hast, was war denn da der Unterschied bei den Leuten, wo es gelaufen ist oder wo die Ergebnisse erzielt haben und bei den Menschen, die einfach keine Ergebnisse erzielt haben. Und das habe ich einfach so für mich mal ja so ein bisschen Revue passieren lassen und möchte die jetzt einfach mal hier an der Stelle mit dir teilen, ja. Und ich hoffe, du bleibst bis zum Schluss dran, auch wenn das Video vielleicht ein Stück weit länger wird, aber es ist mir einfach wirklich wichtig, darüber auch mal zu sprechen. Und ich hoffe, dass es dir genauso hilft wie, wie mir und vielen anderen auch. Ja. Gut, lass uns loslegen. Der erste Grund ist, beziehungsweise der erste Punkt, den ich sehr häufig feststelle, an dem wo viele Starter im Network Marketing eigentlich gar nicht so sehr bewusst und präsent haben, ist du brauchst gute Gründe, du brauchst gute Ziele, damit es sich für dich lohnen wird, im Network Marketing oder im Vertrieb dann auch zu starten. Ja, und das hat einfach den Hintergrund, gebe ich dir gerne ein Beispiel. Du musst für dich wissen, warum du das Ganze machst. Ja. Wenn du für dich nicht weißt, warum du das Ganze machst und da keinen starken Treiber, einen Antreiber für dich hast, dann wird sich über kurz oder lang das Ganze für dich wahrscheinlich als sehr, sehr schwer anfühlen, weil du wirst feststellen, du wirst mit Ablehnung umgehen müssen. Und Ablehnung wird eher der Normalfall sein als die Ausnahme. Ja, du wirst öfter ein Nein zu hören bekommen als ein Ja. Und das schaffst du in der Regel nur zu überstehen, ja, und dran zu bleiben, wenn du da wirklich einen starken Grund hast. Ich hatte für mich zum Beispiel damals, als ich 2004, 2005 mich begonnen habe, mit dem Thema Vertrieb und Network Marketing zu beschäftigen. Eigentlich habe ich schon 2002, 2003 mich mit dem Thema beschäftigt, aber ich habe dann erst 2005 quasi, wenn man so will, den Sprung dann in die Selbstständigkeit gewagt. Für mich war der Hauptantreiber, dass ich meinen Job, den ich damals gemacht habe, ich war also Industriemechaniker, ich habe den zum Schluss hin auch so ein Stück weit gehasst. Ja, ich habe den einfach nicht mehr gerne gemacht und ich wollte da unbedingt weg. Ja, und und das ist auch heute noch so, wenn ich mal wirklich in einem Motivationstief bin, was bei mir ja auch mal vorkommt, das sind ja alles nur Menschen. Ich habe zwar gelernt, dass diese Tiefs nicht lange anhalten, Gott sei Dank. Ich komme immer relativ schnell wieder in meine Tatkraft, aber wenn es mir wirklich mal den Boden unter den Füßen wegziehen sollte, ja, ist jetzt bis jetzt ein oder zweimal in den letzten 15 Jahren passiert, wo ich wirklich so ein richtiges Tief hatte. Da bin ich einfach an meiner alten Arbeitsstätte vorbeigefahren und ich wusste sofort wieder, warum es sich lohnt, weiterzumachen. Für mich gab es nie die Option, ja, die gab es für mich einfach nicht. Für mich gab es nie die Option, wieder zurückzukehren, ja. Und natürlich auch die Genugtuung der Kollegen und so weiter, das wollte ich natürlich auch nicht. Aber dieser Antrieb, der war für mich immer so stark, ja, oder der Grund war für mich immer so stark, dass das wirklich für mich auch immer gereicht hat, um wieder ins Tun zu kommen, in meine Tatkraft zurückzukommen.
Und sowas würde ich dir auch empfehlen, dass du dir zu Beginn wirklich Gedanken darüber machst, warum du das wirklich machst. Was ist denn da wirklich der richtige Grund dafür? Und das ist, muss nur dein Grund sein. Das geht niemand anderem was an, aber den Grund solltest du für dich haben, ja? Und wenn du den für dich hast, dann hast du auch die nötige Motivation und Power, das durchzuziehen. Und dann war es bei mir halt so, als es dann wirklich dem Ende zuging, habe ich für mich gesagt, okay, ich hatte dann so ein bisschen meine Vorauswahl getroffen, wo es denn hingehen soll, habe das Ganze dann eruiert und habe mir dann dafür 3 Monate Zeit gegeben. Und in den 3 Monaten war klar, ich kann mir kein finanzielles Polster in dem Zeitraum so aufbauen, dass ich finanziell sicher bin. Das geht einfach nicht, ja. Aber was für mich wichtig war, ich wollte herausfinden, ob es mir grundsätzlich Spaß macht, ob ich dafür ja, Freude entwickeln kann, ja, und ob ich mir vorstellen kann, das Geschäft zu erlernen, ja. So, und als die 2 Fragen mit Ja beantwortet waren, war für mich klar, es liegt an mir, einfach tagtäglich die Dinge zu tun, die getan werden müssen, um Ergebnis zu produzieren. So, und als ich diese Klarheit hatte, habe ich dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und habe den auch bis heute nicht bereut, egal durch welche Höhen oder Tiefen ich durchgehen musste. Und dieser Grund, der ist so extrem wichtig, weil viele Menschen fangen dann im Network Marketing an mit der Prämisse, naja, ich verdiene mal 200, 300 Euro nebenbei. Aber jetzt gleich ein Geheimnis am Anfang. Ob du dir ein großes Geschäft aufbauen möchtest oder ein kleines, spielt gar keine Rolle, weil es kostet dich das Gleiche. Ja, es ist sogar für dich wahrscheinlich wesentlich einfacher, wenn du dir ein großes Ziel setzt, wie 200, 300 Euro, weil ein großes Ziel deutlich mehr Energie freisetzt als ein kleines. Die Aktivitäten für 200, 300 Euro sind die gleichen, wie wenn du ein großes Geschäft aufbaust. Ja, nur dass du es dann halt öfter machen musst. Ne? So, und deshalb setzt dir lieber gleich ein großes Ziel, kostet nämlich eh das Gleiche. Und ja, finde deinen starken Grund oder starke Gründe, warum du das Ganze machst. Ja, gut, das so viel zu dem ersten Punkt. Dann der zweite Punkt ist, setze dir klare Ziele. Network Marketing, Vertrieb, ja, ist ein sehr ergebnisorientiertes Geschäft. Ja, du musst dir angewöhnen, hier ergebnisorientiert zu arbeiten, weil nur Ergebnisse, für die wirst du letzten Endes bezahlt. Es wird nicht geguckt, wie viel Zeit investierst du. Ja, vielleicht, wenn du angestellt im Vertrieb bist, ja, dann gibt dir dein Chef die klaren Ziele vor, die du erreichen musst. Und wenn du die auf Dauer nicht erreichst, dann wirst du wahrscheinlich früher oder später dich nach einem anderen Job umsehen müssen. Ja, das ist einfach in dem Wirtschaftsleben häufig so der Fall. Nicht immer, aber ist halt häufig so. Und ja, und im Network Marketing haben wir es mit, ja, da haben wir es einfach mit selbstständigen Partnern, mit selbstständigen Handelsvertretern zu tun, die sich ihre Ziele halt selbst stecken müssen. Und deswegen musst du halt hier deine Ziele kennen und daran kannst oder daraus kannst du dann deine Jahresplanung, deine Monatsplanung, deine Wochenplanung und deine Tagesplanung daran ableiten. Und dann hast du im Prinzip genau den Überblick, was du tagtäglich tun musst, um dein gewünschtes Ergebnis zu produzieren, ja, selbst zu verursachen. Und dann geht es darum, diese Aktivitäten umzusetzen. So, und dann auch so ein Thema, ich nehme hier mal eine andere Farbe, ist auch etwas, was ich sehr häufig erlebe, dass Menschen sich hinter dem Produkt oder hinter der Dienstleistung verstecken, ja, um vielleicht dann auch mal gewisse Dinge nicht tun zu müssen. So, und lass dir eins gesagt sein, es geht nicht um dich, ja, oder ob das Produkt bei dir funktioniert, ja, sondern es geht immer um die anderen, ja. Es geht nicht darum, was bei dir funktioniert, sondern es geht darum, ob es einen Markt gibt, ja. Oder sagen wir es mal so, ob es eine Zielgruppe gibt, die deine Lösung benötigen oder die das Produkt benötigen. Ich mache ein Beispiel. Mal angenommen, deine Dienstleistung basiert darauf, dass du für anderen die Energiekosten senkst, ja, oder dass du denen hilfst, irgendwelche Einsparungen zu erzielen. Jetzt ist es völlig irrelevant, ja, ob du Einsparungen erzielen kannst, ja, weil viele sagen dann, oder es gibt dann auch Menschen, die würden dann sagen, also ich konnte jetzt nicht so die Einsparung erzielen, deswegen kann ich es nicht mit gutem Gewissen an andere weiterempfehlen, ja, und diese Aussage ist Quatsch, ja, und das ist einfach wirklich Quatsch. Natürlich ist es toll, wenn du auf Basis deiner eigenen Geschichte und deiner eigenen Erfahrung,
ja, das in dein Unternehmen mit einfließen lassen kannst, ist eine tolle Sache. Aber es ist nicht notwendig, weil es ist nicht entscheidend, ob du Einsparungen erzielst, wenn du ein Geschäft aufbauen willst, ja, sondern es ist entscheidend, ob der Markt Einsparungen erzielen kann, ob es genügend Menschen in einer Zielgruppe gibt, ja, die von deinem Angebot profitieren und nicht, ob du profitierst. So, und das ist wichtig zu wissen. Wenn du zum Beispiel ein Medikament hättest, was Migräne lindert, ja, und dann ist es nicht notwendig, dass du jemals Migräne gehabt hast, ja, um dieses Produkt erfolgreich groß zu machen, weil es wird genügend Menschen geben, die eben halt an Migräne leiden und dementsprechend als potenzieller Kunde für dich in Frage kommen. Und deswegen versteck dich nicht hinter deinen eigenen Erfahrungen, sondern überleg dir, möchtest du in dem Bereich, ja, wo du jetzt mit dem Gedanken spielst, erfolgreich zu werden oder dir ein Geschäft aufzubauen, möchtest du hier wirklich erfolgreich werden und kannst du hiermit deine Gründe hier oben, ja, erreichen? Kannst du das damit befriedigen? Und wenn die Antwort da ja lautet, dann gib Vollgas, egal was das Ergebnis bei dir ist. Ja? So, der nächste Punkt. Ich schaue gerade auf die Uhr, ich versuche es ein bisschen schneller durchzuziehen, das Ganze auch. Du musst bereit sein, alte Überzeugungen loszulassen. Das gilt zum einen, ja, für zum Beispiel erfahrene Vertriebler, wenn du jetzt in einem neuen Geschäft anfängst, ja, oder wenn du jetzt, ich sag mal, aus dem klassischen Vertrieb dann anfängst, Network Marketing zu machen, dann musst du einfach zunächst mal akzeptieren, dass die Regeln hier vielleicht ein Stückchen anders sind, ja, und dass vielleicht gewisse Dinge, die für dich als Verkäufer funktionieren, nicht automatisch im Network Marketing funktionieren, sondern im Network Marketing kommt es nicht drauf an, was alles funktioniert, ja, oder was funktionieren kann, sondern was sich duplizieren lässt. Wenn du ein völlig durchdachtes Verkaufsgespräch hast, dich mit NLP auskennst und so weiter, ja, dann ist es schön, wenn du Verkäufer sein willst und all diese Dinge einsetzen kannst. Nur wenn die Menschen erstmal in deiner Struktur NLP lernen müssen, ja, um deine Leitfäden umsetzen zu können, dann wird es nicht funktionieren. Ja? Also auch wenn du jetzt zum Beispiel in eine andere Branche eintauchst, jede Branche, jedes Produkt hat seine Feinheiten und deswegen nutze die Leitfäden, ja, deines Unternehmens. Vorausgesetzt, sie haben nachweislich bewiesen, dass es funktioniert. Wenn aber zum Beispiel ein Unternehmen Marktführer in seinem Bereich ist, dann zeigt es, ja, dass das System, nach welchem das Unternehmen arbeitet, dass das sehr wohl funktioniert. Ja? So, und dann stell die Dinge nicht in Frage, sondern setz die einfach um, weil nur dann ermöglicht es auch Duplikation. Weil wenn du dich nicht an die Leitfäden hältst, dann werden deine Teampartner sich auch nicht an die Leitfäden halten. So, und deswegen sei hier Vorbild, geh mit Vorbild voran. Stell unter Umständen, wenn du sagst, nee, ich bin Profiverkäufer und du möchtest jetzt aber zum Beispiel im Network Marketing klarkommen, ja, dann fang einfach an, diese alten Überzeugungen einfach mal loszulassen und wirklich wie, wenn du neu anfängst, einfach das komplett neu für dich zu erlernen. Ja? So, aber auch wenn du jetzt Newcomer zum Beispiel bist, ne, dann musst du auch alte Überzeugungen loslassen. Ja? Du musst einschränkendes Denken zum Beispiel über Bord werfen. Ja? Wenn zum Beispiel, oder machen wir einfach mal ein Beispiel. Du hast hier oben dir ein Ziel gesetzt. Ja? Du weißt also, warum du jetzt im Network Marketing loslegen willst. Jetzt setzt du dir ein Ziel. So, und jetzt stellst du auf einmal fest, diese Woche habe ich echt wenig Zeit. Ich habe in meinem Hauptjob viel zu tun. Dann habe ich noch Vereinsarbeit, die ich machen muss, etc. Ja, und du sagst ja, nee, ich habe keine Zeit. Dann darfst du diesen Ausreden, so will ich es jetzt mal nennen, keine Zeit, einfach, ja, die darfst du nicht gelten lassen. Ja, natürlich, du hast immer die Entscheidung. Du kannst natürlich entscheiden, dass dir jetzt, ich sag mal, die Vereinsarbeit in dem Fall wichtiger ist als dein Geschäft. Dann darfst du dich aber nicht wundern, ja, wenn dein Geschäft ja nicht vorankommt, ja, wenn das häufiger der Fall ist, ja. Also, wie gesagt, sehe es nicht so ultimativ, aber du musst halt für dich schon erkennen, ob du mit einschränkenden Glaubenssätzen zu tun hast, ob du einschränkende Denkweisen hast. Und wenn du diese einschränkenden Denkweisen hast, dann musst du die über Bord werfen. Ja? Oder wenn du sagst, ich kann jetzt
ja, Telefonakquise geht jetzt aktuell nicht, weil es ist gerade hier zu laut oder so. Ja, es sind alles einschränkende Denkweisen, die dich einfach daran hindern, das hier oben in die Realität zu holen. Ja, so, und das ist einfach, ich hoffe, dass das einfach so rüberkommt, auch wie, ja, dass du das auch so als wichtig empfindest, wie ich das zum Beispiel sehe. Ja. So, und dann haben wir das Thema richtige Einstellung und richtige Haltung. Ja. Nehmen wir hier mal eine andere Farbe. So, auch hier, gerade was das Thema richtige Einstellung betrifft, der Erfolg im Network Marketing hat viel mit deiner richtigen innerlichen Einstellung und der innerlichen Haltung zu tun. Und ich habe hier einen schönen Satz für dich. Es geht um Überzeugung. Ja. So, und überzeugte Menschen überzeugen auch andere Menschen. Und du musst jetzt für dich einfach einen Weg finden, ja, wie du es schaffst, dass du dich überzeugst. Und zwar jeden Tag und immer dann, wann es notwendig ist. Ja. Weil nur überzeugte Menschen überzeugen. Und das ist ein großes Erfolgsgeheimnis erfolgreicher Menschen. Die sind überzeugt von dem, was sie tun. Und andere Menschen merken, ob du überzeugt bist oder nicht. Ja. Und wenn du Zweifel hast, dann zweifeln andere auch. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wie kannst du deine Überzeugung steigern? Da gibt es zwei Wege aus meiner Sicht, die super gut funktionieren. Ein Weg ist, dass du die Meetings und die Schulungen, die Veranstaltungen deines Partnerunternehmens, deiner Upline, dass du die regelmäßig besuchst, weil dort siehst du andere Menschen, bei denen das Geschäft funktioniert, dort bekommst du die Erfolgsgeschichten mit, du saugst den Team-Spirit auf, du saugst den Spirit des Unternehmens auf, du weißt, wie das Unternehmen tickt, das heißt, du überzeugst dich permanent davon, ja, dass du im richtigen Unternehmen bist. Wenn du nicht hingehst, ja, und allein, ich sage jetzt mal von zu Hause aus, dein Geschäft betreibst, dann wird dir das einfach fehlen. Und du wirst früher oder später, ja, werden vielleicht mal, da hast du ein schlechtes Kundengespräch gehabt, dann werden Zweifel hochkommen. Ja, so, und wenn du dich jetzt nicht mit Menschen committest oder connectest, ja, die ebenfalls, wo du siehst, die müssen das Gleiche durchmachen oder die haben das Gleiche erlebt, ja, und sind trotzdem dran geblieben und es funktioniert, dann fehlt dir einfach dieser Glaube. So, und der zweite Weg ist, um dich zu überzeugen, dass du einfach dir notierst, welchen Nutzen haben meine Kunden? Na, Kundennutzen, ja. Und welchen Nutzen haben die Vertriebspartner? Ja, dass du dir einfach mal Listen anlegst und mal wirklich aufschreibst, was sind denn die Vorteile für meine Kunden? Was sind die Vorteile, wenn die Menschen mit mir zusammenarbeiten? Was haben die denn, wenn die mit mir zusammenarbeiten? Was haben die denn, wenn die bei mir Kunde werden? Und ich verspreche dir, wenn du diese Liste schreibst und dir mal zum Ziel setzt, da mindestens 30, 40, 50 Punkte aufzuschreiben, egal wie, stell die da auch nicht in Frage, sondern fang einfach mal an zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben. Ja, dann wirst du feststellen, dass sich nach dieser Liste, ja, hat sich dein Energielevel komplett gewandelt. Ja, so, und notfalls musst du halt diese beiden Dinge so oft tun, dass der Muskel der Überzeugung so stark ist, dass von nichts und niemandem sich das Ganze erschüttern lässt. Ja, so, und das ist im Prinzip der Punkt: überzeugte Menschen überzeugen. Ja, einer der wichtigsten Punkte vielleicht heute in diesem Video. Dann haben wir den nächsten Punkt, das Thema Eigenverantwortung. Auch hier, lass mich kurz darüber sprechen. Ja, Eigenverantwortung ist einfach, dass du für dich, für dein Leben und für dein Geschäft die Verantwortung übernimmst und nicht die Verantwortung an andere abgibst. Ja, ich mache dir ein Beispiel. Wenn du gerade zu Beginn, jetzt nehmen wir mal wirklich ein simples Beispiel, du hast Fragen, dann ist es einfach, ja, jetzt deinen Sponsor anzurufen, das ist bequem, und die Lösung zu erfragen. Ja, nur die Sache ist die, dein Sponsor wird nicht immer Zeit haben. So, und jetzt kannst du natürlich sagen, oh, mein Sponsor, das ist schlimm, der hat sich nicht um mich gekümmert und so weiter. Das hat aber nichts mit einer selbstständigen Tätigkeit zu tun. Ja? Eine selbstständige Tätigkeit heißt, du musst dich selbstständig auch in der Lage sein, dich um die Herausforderungen und die Probleme, die in deinem Geschäft auftauchen, auch selbst kümmern zu können. Ja? So, und jetzt zeige ich dir einfach, was ich tue. Ja, das sind drei Dinge, die ich mache, um
jetzt, um in dem Beispiel zu bleiben, Eigenverantwortung zu übernehmen. Das heißt, wenn ich eine Frage, eine Herausforderung, ein Problem habe, ja, dann frage ich als allererstes mal Google. Ja, weil bei Google habe ich die Erfahrung gemacht, ist die Lösung meistens eine Suchanfrage entfernt. Ja, und dann hast du im Prinzip dein Problem sofort gelöst. Ja, und du gehst nicht den bequemen Weg. Der zweite Punkt ist, dass du, und das gibt es garantiert in deinem Unternehmen, ja, dass du einfach mal die Videos oder die Video-Tutorials, ja, die Webinare, die Team-Meetings, die Events, dass du die einfach auch mal besuchst und dir die anschaust, ja, oder direkt vor Ort dabei bist, ja, weil dort lernst du alles, was du brauchst, um in deinem Geschäft erfolgreich zu werden. Und ich wette, dass es die in deiner Upline, beziehungsweise in dem Team, wo du ansässig bist, dass es die dort gibt, ja, oder dass du Zugang zu solchen Aufzeichnungen hast, ja, oder dass du einfach über das Unternehmen schon diese ganzen Dinge gestellt bekommst. So, und das ist dann, liegt es dann natürlich an dir, und das sei einfach mal ehrlich zu dir selbst, ja, wann ist denn dein, wie lang ist dein letztes Meeting her, ja, wie lange oder wie oft hast du dir die Video-Tutorials angeschaut, ja? Hast du sie so lange angeschaut, bis du es komplett verinnerlicht hast, ja? Dann sollten eigentlich keine Fragen offen bleiben. Und wenn diese beiden Punkte nicht ausreichen, dann gehe ich erst den dritten Weg. Und zwar, ich sammle meine Fragen. So, und dazu habe ich für mich ein Notizbuch, und das kann ich jedem Networker einfach nur empfehlen, sich ein Notizbuch anzulegen. Und in dieses Notizbuch, da schreibe ich dann alle Fragen rein, ja? So, und diese Fragen, ja, die sammle ich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frage habe, die wirklich schnell gelöst werden muss, dann gehe ich sofort auf den Teamleiter oder den Sponsor zu. Ja? Notfalls aufs Unternehmen, wenn die beiden jetzt oder wenn der Teamleiter oder der Sponsor jetzt nicht erreicht ist oder erreichbar ist, ja, dann gehe ich aufs Unternehmen zu. Da gibt es nahezu jedes Unternehmen hat eine Vertriebspartner-Hotline, wo man sich hinwenden kann. Und wenn es nicht eilig ist, ja, wenn ich es jetzt nicht zeitnah benötige, dann sammle ich das Ganze und bespreche die Fragen auf dem nächsten Meeting und stelle die Fragen dort. Ja? So. Oder wenn dein Teamleiter, dein Sponsor keine Meetings anbietet, wo du deine Fragen stellen kannst oder dein Unternehmen, ja, dann vereinbare einen Termin, ein Gespräch mit deinem Sponsor, ja, und sag, du hast die Fragen gesammelt und du hättest so 10, 15 Fragen, sage ich jetzt mal, um eine Zahl in den Raum zu werfen. Und dann könnt ihr die in einem Gespräch dann auch klären. Ja, und das ist eine Win-Win-Situation für beide. Und wenn du sie auf Meetings stellst, dann hat es natürlich einen ganz großen Vorteil, weil dann lernen nämlich auch noch andere Menschen dabei. Ja, und das ist natürlich eine coole Sache, weil ja, dann lernst nicht nur du was, sondern andere Menschen profitieren ebenfalls davon. So, nächster Punkt. Sich selbst führen. Ganz, ganz entscheidender Punkt. Ja, der Erfolg im Network Marketing kommt dann, ja, wenn du in der Lage bist, dich selbst zu führen. Ja, machen wir es mal, oder lass es uns mal ein bisschen plastischer darstellen. Führung bedeutet nicht, anderen Menschen irgendeine Vorgabe zu geben. Das ist nicht meine Definition von Führung, ja, sondern meine Definition von Führung heißt, Menschen in die Lage zu versetzen, Dinge zu tun, die sie normalerweise sonst nicht tun würden. So, und das beginnt zunächst mal mit dir selbst, ja. Du musst dich erstmal selbst in die Lage versetzen können, Dinge zu tun, die du sonst wahrscheinlich nicht tun würdest, ja. Das ist das Thema Selbstführung. Du musst für dich die Verantwortung übernehmen und musst dich in die Lage versetzen, die Dinge zu tun, die du sonst vielleicht normalerweise nicht tust. So, und wie kannst du das machen? Lass uns dann nochmal hier hochgehen. Das passiert zum einen auf Basis deiner Jahresplanung, Monatsplanung, Wochenplanung, ja, deiner Tagesplanung, dass du einfach konkret weißt, was du tagtäglich tun musst. Und dass du natürlich auch eine Zielsetzung hast, ja, dass du dir ein klares Ziel setzt, ja, was du diesen Monat erreichen möchtest. Darauf machst du deine Planung, ja,
und was du jeden Tag machen musst. Und dann musst du für dich einen Weg finden, wie du dich motivieren kannst, wenn es denn notwendig ist, ja, dass du dich in die Lage versetzt, das zu tun, was getan werden muss. So, und das ist ein wichtiger Punkt. Und da musst du dir auch von Beginn an drüber im Klaren sein, das ist deine Aufgabe. Ja? Es ist nicht die Aufgabe von anderen Menschen, dich zu motivieren. So, und oft lese ich auch manchmal in Kommentaren, ja, Sponsor hat mir nicht geholfen. Ja, und wenn du dann fragst, was ist denn die Definition von Hilfe? Ja, dann heißt es so häufig, also im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass die Person dem Sponsor quasi vorwirft, dass er nicht in der Lage war, sie zu motivieren. Ja, die Person dann selbst zu motivieren. Und das ist nicht der Job. Ja. Sondern die Sache ist einfach die, dass dein Sponsor, dein Teamleiter dafür da ist, dir zu helfen, ja, wenn du Hilfe brauchst. Aber er ist nicht dafür da, die Arbeit für dich zu tun. Ja? So, das muss jeder für sich selbst in Eigenregie dann machen. So, und da sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt. Arbeite, als hinge dein Leben davon ab. Ja? Erfolg hat was mit Arbeit zu tun. Ja? Und wenn wir mal in die klassische Selbstständigkeit schauen, dann sind 10-Stunden-Tage in einer Vollzeit-Selbstständigkeit sind keine Seltenheit. Und darüber hinaus werden diese 10 Stunden dafür verwendet, ich sage mal, ergebnisproduzierende Aktivitäten zu machen, also Dinge, die Einkommen bringen. Und am Wochenende, ja, ich kenne Menschen, die sitzen sonntags noch da und machen dann quasi die administrativen Dinge, weil sie unter der Woche keine Zeit dafür haben, weil sie dort das Geld verdienen müssen, damit sie am Ende vom Monat ihre Rechnungen bezahlen können und ihren Zielen näher kommen. Ja? So, also es ist keine Seltenheit. So, und warum sollte das im Network Marketing anders sein? Jetzt verrate ich ein Geheimnis. Im Network Marketing ist es nicht notwendig, sondern du musst einfach die Arbeitszeit, die du zur Verfügung hast, die musst du halt tatsächlich dafür einsetzen, dass du ein Ergebnis bringende Aktivitäten halt tust, ja. Und wenn du, und jetzt kommen wir wieder auch zu dem Punkt Eigenverantwortung, ja. Die Lösung ist hier nicht, immer mehr und mehr zu tun, sondern die Lösung ist hier, ja, warte mal kurz, ich mache hier mal ein bisschen Platz. Wir schreiben das einfach mal hier hin. Die Lösung ist nicht mehr tun, sondern weglassen. Ja, was kannst du weglassen? Gerade wenn du den Beruf nicht oder wenn du Network Marketing nebenberuflich betreibst, dann ist nicht die Frage, was kannst du zusätzlich machen, sondern die Frage ist, was kannst du weglassen? Und hier konzentriere dich einfach auf das, was dir Ergebnis bringt. Das ist Kundengewinnung, das sind Vertriebspartnergewinnung und alles, was da dazu beiträgt. Ja, und alles andere musst du weglassen. Und jetzt kommen wir auch wieder zu dem Punkt, und da muss man einfach ehrlich mit sich selbst sein, ist mir das hier oben, ja, also ist mir das hier wichtig genug, um andere Dinge wegzulassen? Weil, machen wir ein praktisches Beispiel, du kommst nach einem harten Arbeitstag im Hauptjob nach Hause und du weißt, jetzt müsstest du noch 2 Stunden ja, für dein Network-Marketing-Business gewisse Aktivitäten machen, Telefonate führen, Verkaufsgespräche, wie auch immer. So, und auf der anderen Seite hättest du jetzt aber heute auch noch Verein, ja, oder Hobby, wo du gerne hin möchtest. So, und jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung ist manchmal durchaus schmerzhaft, ja. Weil wenn dir dein Ziel wichtig ist, ja, dann musst du halt heute sagen, okay, ich kann heute nicht zum Verein. Natürlich kannst du das selbst entscheiden, dafür bist du selbstständig. Du kannst entscheiden, dein Geschäft ruhen zu lassen. Dann darfst du dich aber auch nicht wundern, wenn du hier nicht vorwärts kommst, ja, und quasi Vereinsarbeit zu machen oder deinem Hobby nachzugehen. Du kannst aber auch für dich entscheiden, zu sagen, nee, es ist vorübergehend. Ich ziehe jetzt mal wirklich so ein paar Monate lang auch durch und lass einfach mal die Vereinsarbeit oder Hobby einfach weg, ja, und ja, arbeite danach, dass ich dann wieder mehr Zeit habe, wenn ich zum Beispiel Network Marketing Vollzeit machen kann, wenn ich das denn will. Und investiere halt die Zeit in den Aufbau oder in das Erreichen meiner Ziele. Die Entscheidung hast du zu treffen, ja, nicht andere. Aber du musst es halt jetzt im Vorfeld schon mal wissen, dass das unter Umständen auf dich zukommt. Der nächste Punkt ist, du musst mit Ablehnung umgehen lernen, ja. Und Ablehnung ist einfach, ja, das ist eher Standard als die Ausnahme.
wenn du im Network Marketing startest oder im Vertrieb, dann wirst du deutlich öfter Nein hören als ein Ja. So, und jetzt gibt es da eben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht habe ich eben gesagt. Die schlechte Nachricht ist, du wirst mehr Ablehnung als Zustimmung bekommen. Damit musst du klarkommen. Das ist so. Und die gute Nachricht ist aber die Quote. Die Quote regelt alles für dich. Ja? Na, sonst wollte ich es nicht durchstreichen, sondern unterstreichen. Also die Quote regelt alles für dich. Und ja, deine Quote musst du natürlich für dich dann selbst rausfinden im Laufe der Zeit, indem du einfach deine Aktivitäten trackst, dass du einfach notierst, wie viele Kontaktgespräche führst du, mit wie vielen Menschen hast du Verkaufsgespräche und wie viel werden dann Kunde. Wenn du aber diese Quote einmal hast, dann ist das für dich die Erfolgsgarantie, weil wenn deine Quote zum Beispiel 10 zu 1 ist, ja, wenn du weißt, du musst 10 Gespräche führen, damit du einen neuen Kunden oder einen neuen Vertriebspartner hast, dann weißt du, was du jeden Tag tun musst, um dieses Ergebnis zu erzielen. Und das ist dann eine Garantie. Natürlich nicht, wenn du nur 10 Gespräche insgesamt geführt hast. Dann ist die Zahl nicht aussagekräftig. Wenn du aber irgendwann mal 1.000 Gespräche geführt hast oder 10.000, ja, je mehr Gespräche du führst, umso stärker und umso mehr kannst du dich auf diese Quote dann dementsprechend verlassen. Wenn du jetzt deine Quote zu Beginn nicht kennst, frag einfach mal deine Upline oder deinen Sponsor, der wird es sicherlich die Quote des Teams zumindest nennen können und damit kannst du dann schon mal arbeiten. Ja? Und die Quote, das ist deine Garantie für Erfolg, wenn du dir dessen bewusst bist. Ja? So, und deswegen fang auch hier gleich von Beginn an, Buch darüber zu führen, wie viele Gespräche führst du, wie viele Termine haben stattgefunden und letzten Endes, wie viele Kunden oder Vertriebspartner sind da rausgekommen. Und dann wird dein Geschäft planbar und dann kannst du jeden Tag für dich entscheiden, was du tun musst. Ja? Du kannst dann dir ein Einkommensziel setzen und kannst dann runterbrechen, wie viele Gespräche du jeden Tag führen musst. Und dann liegt es immer an dir und an deiner Eigenverantwortung, das dann auch umzusetzen. Und dann, last but not least, starte sofort mit der Akquise. Ja? Das ist das Entscheidende, ja, weil gerade zu Beginn ist es dann häufig so, da werden immer wieder dann Meetings besucht und so weiter, aber der Sprung, ja, ich sag mal, in das kalte Wasser, ja, der wird dann bei vielen einfach nicht vollzogen. Ja? Aber letzten Endes lernst du in Meetings, lernst du die Theorie. Ja? Da hast du dann deine Leitfäden, nach denen du arbeiten solltest. Ja? Aber das Entscheidende, das Erfahrungswissen, das holst du dir ausschließlich in der Praxis. So, und diese brauchst du. Ja? Und du brauchst diese Praxis, um auf deine Quote zu kommen. So, und deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass du sofort beginnst, ja, mit der Akquisition zu starten, weil jeder Tag, den du hier länger wartest und wo du jeden Tag, wo du vielleicht auch gewisse Ausreden und Argumente zulässt, desto schwieriger wird es überhaupt, ja, mal mit der Akquise dann letzten Endes zu beginnen. Okay, gut, also war jetzt ein bisschen längeres Video. Ich hoffe, es war aber trotzdem für dich super viel Input und Mehrwert dabei. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal natürlich abonnierst und wenn du Interesse an der Zusammenarbeit hast und bereit bist, ja, diese Dinge hier, die wir jetzt hier besprochen haben, mitzubringen oder daran zu arbeiten. Ja. Mir ist schon klar, dass nicht bei jedem alles sofort immer da ist, ja, weil das war es bei mir auch nicht. Ja. Aber du musst für dich jetzt wissen, was auf dich zukommt, damit du nicht mit einer falschen Erwartungshaltung in ein Geschäft einsteigst. Ja? Und wenn du sagst, ja, ich bin mir dessen bewusst und ich möchte diese Arbeit auf mich nehmen und ich möchte ja diese Dinge dann auch lernen umzusetzen, dann findest du unterhalb des Videos auch weitere Informationen, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst. Ja? In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute, weiterhin maximalen Erfolg. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.